Wir haben hier eine Funktion gegeben, f von x, und brauchen die momentane Änderungsrate und die durchschnittliche Änderungsrate. Momentane Änderungsrate und durchschnittliche Änderungsrate sind sehr einfach, wenn man weiß, was es ist. Also, die momentane Änderungsrate. Momentane Änderungsrate. Das ist nichts anderes als die Tangentensteigung. Das heißt, ich nehme die Ableitung und setze den x-Wert ein, um den es geht. Also mache ich eine kleine Nebenrechnung, ich brauche zuerst die Ableitung. F von x war 0,5 mal 2 plus x² hoch 2. Das muss ich ableiten. Möglichkeit 1, ich löse die Klammer auf, binomische Formel. Möglichkeit 2, ich leite mit der Kettenregel ab. Kettenregel finde ich angenehmer, also weil einfacher. Die 0,5 bleibt stehen. Hier sehe ich Klammer hoch 2, leite ich so ab. Die Hochzahl kommt nach vorne, die Klammer ändert sich nicht. Neue Hochzahl ist ganz kleiner, also 1, mal innere Ableitung. Wenn ich 2 plus x² ableite, 2 fällt weg. X² abgeleitet, gibt 2x. Also steht hier, 0,5 mal 2 gibt 1. Einmal irgendwas kann ich mir sparen. Und dann bleibt noch übrig, 2 plus x² mal 2x. Das heißt, hier eingesetzt habe ich 2 plus minus 1 Quadrat mal 2x, also 2 mal minus 1. Minus 1 Quadrat gibt plus 1. Plus 2 sind 3. 2 mal minus 1 sind minus 2, also habe ich minus 6. Die momentane Änderungsrate ist minus 6. Jetzt brauche ich die durchschnittliche Änderungsrate. Ich lösche mal die Ableitung hier, weil ich einen Platz brauche. Die durchschnittliche Änderungsrate das ist immer die Steigung, die Sie so aus der 7., 8. Klasse kennen von Geraden. Das heißt, es ist immer dieses y1 oder meistens heißt die Formel y2 minus y1 durch x2 minus x1. Sie brauchen also für die durchschnittliche Änderungsrate immer zwei Punkte. Zwei x-Werte und zwei y-Werte. Meistens sind die x-Werte als Intervall gegeben. Das heißt also, ein Intervall bezieht sich immer auf x-Werte. Meine beiden x-Werte sind also 0 und 2. Welchen Sie als x1, welchen Sie als x2 betrachten, ist egal. Ich brauche jetzt noch die y-Werte. Y-Wert kriege ich raus, indem ich einen x-Wert nehme und in die Funktion einsetze. Also, wenn ich habe x1 habe ich als 0 bezeichnet. Das heißt, mein y1 kriege ich raus, indem ich dieses x1 in die Funktion einsetze, also 0. Habe also 0,5 mal 2 plus x Quadrat, das ganze Quadrat. In der Klammer 0 Quadrat ist 0 plus 2 ist 2. 2 Quadrat ist 4 mal 0,5, 2. Das ist mein y1, das steht hier. Jetzt brauchen wir ein y2. y2 kriege ich natürlich raus, indem ich x2 in die Funktion einsetze. Also 2. Habe also 0,5 mal 2 plus x Quadrat quadriert gibt 2 Quadrat gibt 4 plus 2 sind 6, also habe ich 0,5 mal 6 Quadrat. 6 Quadrat sind 36 mal 0,5, die Hälfte von 36 sind 18. Also steht hier 18. Und das ist meine durchschnittliche Änderungsrate. Ich rechne das noch zusammen. 18 minus 2 sind 16, 2 minus 0 ist 2.
18 durch 2 sind 8. Das ist meine durchschnittliche Änderungsrate, das ist meine momentane Änderungsrate. Die Aufgabe ist erledigt. Auf Wiedersehen.